Servus und grüß Gott und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video von uns. Heute stehen wir mal wieder zusammen vor der Kamera, das heißt, es ist ein Overnighter geplant und diesen wollen wir an einem See, an einem ehemals verlassenen Steinbruch ausführen oder ausüben und auf dem Weg wollen wir noch eine Ruine oder einen Bunker besuchen und wir haben mal wieder den Tasmanian Tiger Basepack auf dem Rücken. Das heißt, wir wollten diesmal die Besonderheit einpacken, das Ganze mit einer Kofferwaage zu wiegen. Und das werden wir euch auch im Nachgang zeigen. Was wir heute im Lager vorhaben, wie das aussieht, das wird euch jetzt erklärt. Genau, wir haben jetzt schon circa so 18.10 Uhr. Die Sonne wird heute so um 19.40 Uhr untergehen. Also wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, müssen uns ein bisschen beeilen. Heute ist die Wanderung aber auch nicht sonderlich lange, es sind so 1,5 Kilometer oder so. Deshalb müssen wir uns jetzt auf jeden Fall ranhalten, dass wir den Bunker noch zum einen besichtigen, aber dann auch noch genug Zeit haben, möglichst im Hellen an dem Teich dann das Lager aufzubauen und einen guten Platz zu finden. Was wir dann dort machen und wie viel Zeit wir noch haben, werden wir dann sehen. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich noch eine Kleinigkeit kochen und was speisen und ja, wir nehmen euch wie immer mit und ich würde sagen, habt Spaß dabei. So, wie ihr gesehen habt, sind wir gerade am Bunker angekommen. Wir mussten aber leider feststellen, dass der Bunker an sich hier verschlossen ist und da führt irgendwie gar kein Weg rein. Aber ja, man sieht auf jeden Fall, dass hier mal was gewesen ist. So, wie man sieht, sind es tatsächlich auch nur noch 300 Meter bis zum Teich. Ich bin mal gespannt, ob der sich dann gut anbieten wird für einen Schlafplatz. Also, wir haben jetzt mal gerade diese Kofferwaage ausgepackt. Das gute Stück schalten wir jetzt an. So rum. Es steht bei 0 Kilo. Ich hoffe, das kann man erkennen. Man muss natürlich bei dem Gewicht bedenken, die Kamera, die jetzt gerade aufnimmt und das Stativ, die wiegen zusammen jetzt auch nochmal circa 2 Kilo und sind sonst natürlich am Rucksack befestigt. So. Genau, da kann man es mal sehen, das sind knapp über 22 Kilo ohne Kamera und Stativ, mit Stativ und Kamera dann wahrscheinlich knapp über 24. Ja, das ja. Gut. Das sollte jetzt nicht so schlimm sein oder sich groß auswirken. Wir gehen ja sowieso erstmal nur 1,5 oder 1,1 Kilometer, was das waren, bis zum Zielpunkt. Und ja, sonst auf den Touren laufen wir zwar immer mit so viel Kilo, aber uns ist schon bewusst, wir könnten da eventuell noch irgendwas reduzieren an Gewicht. Schaust du noch zu? Gefällt dir das Video? Dann gib uns gerne ein Like und wenn du keine weiteren Videos verpassen willst, dann lass gerne ein Abo da. Wenn dir irgendwas nicht so gefällt oder du Verbesserungsvorschläge hast, schreib einen Kommentar. Wir sehen uns dann wieder. Wir sehen uns dann wieder. Unser Plan war ja eigentlich, direkt am See irgendwo erstmal anzukommen und vielleicht auch dort zu übernachten.
gerade stellt sich so ein bisschen das Problem, dass dort anscheinend irgendwelche Personen, irgendeine Gruppe ist, die dort Musik laufen hat und wahrscheinlich am Trinken ist. Deshalb haben wir jetzt dort oben mal so ein, eine Erhöhung gefunden, wo wir vielleicht erstmal einen Überblick über den See bekommen. Dort laufen wir jetzt erstmal hin und schauen dann. Genau, hier befindet sich der See. Ich bin mal kurz leise, dann hört ihr vielleicht die Geräusche. Genau. Und wir versuchen jetzt mal dort oben irgendwo hinzukommen. Müssen wir wahrscheinlich außen rumlaufen. Und von dort aus erwarten wir dann vielleicht einen ganz guten Ausblick auf den See. So, wir sind jetzt hier oben angekommen. Das heißt, das ist der See, den wir eigentlich ins Auge gefasst hatten. Und unten versammeln sich immer mal wieder Leute, also hier an dem Ufer. Und auch auf der linken Seite waren bis eben ein paar Motorradfahrer da gestanden. Ja, hier oben stehen wir jetzt auf so einem Abhang und überlegen mal, ob wir irgendwo hier in der Nähe unser Lager aufschlagen können. Das heißt, wir hätten hier eigentlich einen optimalen Ausblick über das ganze Gebiet. Und ja, wir gucken mal, ob wir den See dann morgen früh erkunden werden oder ob wir heute Abend nochmal die Möglichkeit dazu finden. Das wird sich dann zeigen. Mittlerweile sind wir auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir sind jetzt noch ein bisschen weiter aufgestiegen. Hier ist der See. Da ist gerade so ein Pedelec-Fahrer auf dem See zu sehen. Und die Stelle hinter uns sieht zwar frei aus, also für ein Bodensetup nutzbar, aber wir denken, das ist hier ein Weg und hier laufen öfter Personen wahrscheinlich vorbei. Daher schauen wir noch ein bisschen, was es alternativ gibt. So, wir haben mittlerweile einen Alternativplatz gefunden und zwar sieht dieser wie folgt aus. Da hinten geht die Sonne schon unter, deswegen müssen wir uns ein bisschen beeilen. Das hier ist der Platz, nicht mehr neben diesem Trampelfahrt, aber dafür dennoch in Wassernähe. Also der See befindet sich hier und ja, jetzt bauen wir hier gerade mal ein Hängematten-Setup auf und ein Bodenschläfer-Setup. Zeigen euch das gleich dann mal. So, das ist jetzt eines der zwei Setups. Ich habe mir den Defense 4 von Carinthia neu bestellt. Heute Nacht sollen es zwar nur, ich glaube, bis 13 Grad runtergehen oder so. Ja, aber ich möchte unbedingt mal meinen neuen Schlafsack testen. Und der andere Kollege legt sich dann hier unten auf den Boden. Also mit Isomatte und Schlafsack, hat den Tropen dabei von Carinthia. Ja, also es wird uns bestimmt nicht kalt heute Nacht. Gut. So, bei uns starten jetzt die Festspiele. Und zwar habe ich mir hier schöne vegane Würstchen mitgenommen und ein Oschi von Zucchini. Ordentlich, die reicht wieder für uns beide. Und hier, der Herr hat mir noch nicht verraten, was er sich macht. Leuchte. Ich weiß nur irgendwas mit Nudeln. Ja, leuchte mal her in das gute Stück. Ich habe mir Hackfleischbällchen zu Hause vorgeformt und ausgebraten. Dann habe ich mir hier so eine Tomaten-Sahnesoße gekauft. Also das heißt, es gibt Nudeln, die werden jetzt im Wasser noch gekocht. Hackfleischbällchen und Tomatensoße. Haha, das klingt auch sehr, sehr gut. Hat sich das angehört?
als wäre da gerade ein Vogel gestorben. Ja, wer weiß, ne? So, bei mir ist jetzt das erste Mal fertig. Ich ziehe mir jetzt hier die Würste rein und habe hier auch eine kleine Ketchup-Tube und ja, genieße ich. Hier sind tatsächlich, geht das schneller als erwartet. Die Nudeln sind schon ready. Hier geht es jetzt auch schon an die Fleischbällchen. Ja, die Zucchini wird dann später, wenn da noch Hunger ist, verarbeitet. Was auf jeden Fall schon sehr krass merkbar ist gegenüber dem Hochsommer, es wird so früh dunkel, hat, finde ich, fürs Kochen und fürs Lageraufbauen auf jeden Fall einige Nachteile. Deshalb müssen wir es hier im Dunkeln kochen, ja. Aber passt. Wir schauen jetzt mal, welcher Papagei hier chillt. Man sieht leider nichts. Schade. Das Grünlicht können die nicht sehen, die Tiere, die meisten. Deshalb schaue ich jetzt mal mit grünem Licht. Ist das? Ist das irgendein Vogel? Ich versteh's nicht. Dick. Ey, wir müssen uns gerade hier so einen weglachen. Weil wir haben noch nie so ein Geräusch gehört. Der ist so sauer. Der ist so sauer. Das Tier ist so sauer. Scheiße. Oh. Kacke. Ich hätte gern gewusst, was es ist. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja. Ich glaube tatsächlich ein Vogel. Also das Einzige, was mir einfällt. Warum lacht der so? Was? Ey, der Hund hat mir hier alles voll gemacht. Es tut mir leid, aber... Was ist das so hier? Du bist hier so ein Amateurausflug. Nun ist auch mein Essen fertig geworden. Also ich bezweifle, dass ich das alles schaffe. Es sind 400 Gramm Hackfleisch, Bällchen. Eine Menge Nudeln, Tomatensauce. Da hinten haben wir noch einen wuchtigen Oschi an Zucchini auf uns warten. Durchmesser gefühlt 10 cm und von der Länge bestimmt 30, 40. Ja, mal schauen, wie viel wir davon packen zu essen. Das wird sich jetzt genehmigt. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Ja, ich denke, so langsam legen wir uns vielleicht auch mal hin und ja, irgendwann schlafen wir dann auch. Mal schauen. Hier seht ihr Schlafsetup Nummer 1 mit der Hängematte und dem Defense 4 und einer Isomatte drunter. Sieht auf jeden Fall gemütlich aus. Und ich schlafe quer direkt darunter mit dem Tropen. Den breite ich mir jetzt hier aus. Vielleicht setze ich heute sogar mal das Netz ein, damit mir nicht die ganzen Viecher ins Gesicht krabbeln oder so. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Genau, und falls jetzt nichts mehr großartig passiert, hören wir uns einfach morgen, würde ich sagen. Wenn noch was passiert, dann schalten wir die Kamera natürlich nochmal ein. Dann bis morgen.
Morgen, würde ich sagen. Wir haben 6.45 Uhr und die Sonne geht langsam auf. Ihr habt wahrscheinlich eben schon ein paar Einblendungen bekommen vom Sonnenaufgang. Und die Nacht hat sich ziemlich unruhig gestaltet. So habe ich es jedenfalls empfunden. Wir haben ständig Geräusche gehört. Also entweder haben wir da Vögel auf den Bäumen gehört, Tiere im Laub rascheln gehört, von Weitem irgendwie Lichter gesehen, die auch teilweise hierher geleuchtet haben. Die kamen so aus der Richtung vom See. Dann war hier irgendwo in der Nähe eine Party oder ein Fest, das bis 2 oder 2:30 nachts laut Musik spielte. Aber trotzdem, die Nacht war relativ gemütlich dafür. Hier in dem der Hängematte im Schlafsack war ein bisschen zu warm. Im Defense 4, ich musste den offen lassen. Der Kollege hatte den Stropen. Der war auch teilweise zu warm, aber nur weil er vollständig angezogen drin lag. Und ich habe laut meiner Uhr circa 4 Stunden 50 geschlafen. Also genau 4 Stunden 50, nicht circa. Und ja, wie ging es dir? Wie war deine Nacht so? Ja, ich war ja im Tropen unterwegs. Es war auch sehr warm. Ich habe aber auch das Moskitonetz drüber gezogen, also das Eingebaute. Und habe natürlich dann auch den Schlafsack ganz zugemacht, sonst hat das ja gar keine Funktion, weil hier sind ab und zu so ein paar Mücken rumgeflogen und da war das auf jeden Fall ganz hilfreich. Aber der Nachteil ist, einem wird dann sehr warm. Ich habe dann auch ein bisschen die Kleidung ausgezogen drin, aber trotzdem brutal warm das Ding. Und ja, jetzt schauen wir hier schön Sonnenaufgang und genießen ein wenig den Morgen. So, mittlerweile steht das Frühstück an. Für mich gibt es 2 Bananen. Dann habe ich hier noch so ein paar Riegel liegen und bisschen was zu trinken. Der Herr da hinten, der frühstückt einen Y-Food. Jetzt hören wir da oben einfach einen Quad. Wir sehen es sogar. Ich sehe es. Also, wir sind jetzt fertig geworden, beziehungsweise haben den Platz wieder aufgeräumt. Das trifft sich zudem ziemlich gut, weil wir hören gerade ein oder ein Traktor. Ich spreche mal ein bisschen leiser. Ist hier auf die nahestehende Weide gefahren und ja, wir wollen jetzt nicht unbedingt den Kontakt mit ihm treten oder auffällig sein. Deswegen verlassen wir jetzt den Ort und steigen ab bis zum See. Ich hab da echt da oben geparkt. Ne? Was glaubst du? Ich hab gesagt, ich glaube, der hat dort oben geparkt, wo wir zuerst schlafen wollten. Da haben wir uns ja dann umentschieden, hier zu schlafen. Ja. Da oben standen wir gestern und haben runtergeschaut. Und hier in dem Bereich haben wir geschlafen. Und da kam eben jetzt auch dieser, vermutlich, ja, wir denken, es war ein Bauer angefahren. Und ja, da hinten sehen wir die Sonne noch ein bisschen aufgehen. Weiter geht's.
kommt mit ins Video rein. So, wir sind damit fast am Ende des Videos angekommen. Wir wollen jetzt noch ein kleines Fazit euch geben von dem Overnighter. Es war ja diesmal eine bisschen kürzere Tour, da wir abends gestartet sind und jetzt auch schon ziemlich früh wieder zurücklaufen. Auch die Kilometer sind wir jetzt so vielleicht so 5-6 Kilometer insgesamt gelaufen. Ja, wie waren so deine Eindrücke vom Bunker und See? Ja gut, den Bunker haben wir natürlich zuerst besucht und ich dachte erst, der wäre ein bisschen spektakulärer anzusehen, beziehungsweise der war ja einfach verschlossen, in den konnte man ja nicht eintreten. Am See, von dem war ich auf jeden Fall positiv überrascht. Es war leider ein bisschen laut in der Nacht und am Abend und es gab hin und wieder dann mal ein paar Stechmücken, die genervt haben, aber an dem Platz, an dem wir die Nacht verbracht haben, kam keine Person unmittelbar jetzt in der Nähe vorbei und es schlief sich eigentlich auch ganz gut in der Hängematte und bei dir am Boden. Und ja, ich würde generell gerne mal wieder öfter am See übernachten. Das hat eine schöne Atmosphäre, gerade wenn die Sonne morgens aufgeht und man die Sonnenstrahlen dann auf der Wasseroberfläche sich spiegeln sieht. Und ja, von meiner Seite aus gibt es dazu gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass mir das Kochen vor allem Spaß gemacht hat. Es war sehr lecker. Fandest du dein Essen? mein Essen hat mir gemundet, ich habe es nicht ganz gepackt, es war ein bisschen viel. Ja, ich habe die Soße ein bisschen verkleckert auf die Decke und deine Gegenstände, aber ansonsten war das eigentlich ein gelungener Trip für mich. Was hast du noch so zu ergänzen? Ja, ich fand auch die Vegetation dort am See sehr schön. Wir haben auch so viele Tiere gehört in der Nacht, das war echt unglaublich, auch am Morgen. Also der Wald war auf jeden Fall sehr belebt dort. Ja. Aber sonst habe ich eigentlich auch nicht mehr groß was zu sagen. Dann? Ah, noch vielleicht als Ergänzung. Wir haben am Morgen die Tiere dann etwas näher besichtigen können, beziehungsweise so ein paar davon gesehen. Und scheinbar waren das Eichhörnchen und das andere oder der andere Vogel hat sich irgendwie angehört, als wäre das ein Papagei oder sowas. Also konnten wir so ein paar Stück davon zuordnen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann sagen wir wie immer, danke fürs Zusehen und Servus. Und grüß Gott.